Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint. Jetzt mit der Nebenmission Ruhende Seele in Fenbok. Da ihr seht vielleicht schon, ja, der Charakter ist ein anderer, denn ich habe mit dem, ich nenne ihn mal YouTube-Charakter, habe ich diese Nebenmission nicht gefunden. Hier mit meinem privaten Charakter hatte ich die allerdings und ich habe aber keine Ahnung, mit wem ich gesprochen hatte, um diese Mission zu bekommen. Deshalb machen wir diese Mission jetzt mit meinem, ja, privaten Hauptcharakter. Mit Gearscore 40. Okay, dann auf geht's. Wir sollen also den Laternen auf den Grund gehen. Sprechen Sie mit der Frau? Wahrscheinlich hab ich irgendwo mal irgendwelche Laternen gesehen. Wahrscheinlich ging es darum. Okay. It's floated downwind. I'm guessing it's your handiwork. Hello. Yes, it is mine. The lanterns are for my grandfather, to honor him. What'd your grandfather do? He was a soldier in World War II. He crashed on the island, defected, and then met my grandmother. So to you, abandoning your duty is worthy of honor. That is not what I'm celebrating. What then? I always adored my grandfather. One day, after a heavy rain, I found his photos buried in my family's garden. Things from his old life, his life of war. I make these lanterns every year on the anniversary of his death, to recognize that it is never too late to change who you are. My grandfather killed many people. But he was also brave enough to realize the error of his ways. He did everything he could to atone for his misdeeds. I'm not sure bravery is the right word for that. He built a new life from ashes. There's bravery in that. And now those soldiers desecrate his memory. Yeah, and what makes you say that? I kept the photos of my grandfather. I remember what he looked like vividly, every detail, down to the buttons of his jacket. Last week, I saw a soldier wearing it. They stole his precious things. And you'd like help getting them back. Please. I can show you the pictures of what was taken. Wait. I recognize some of this gear myself. It used to belong to a friend of mine named Midas. The soldiers took these too? They took all of it. All right, I'll help you. So, Foto von Yuma. Das möchten wir uns natürlich anschauen. Hier. Das ist Yuma Iros Bild. Das zeigt ein Büro der Sentinel Corp mit einem Offizier inmitten einer Vielzahl von Kriegserinnerungsstücken. Der Offizier scheint im Besitz der Gebetsperlen von Yumas Großvater zu sein, sowie Midas Halstuch zu sein. Wo ist Midas Halstuch? Ich sehe hier kein Halstuch. Ich sehe hier kein Halstuch. Das hier ist doch kein Halstuch, oder? Die Gebetsperlen, ist klar. Das hier ist ein Gewehr, ein Degen, ein Schwert. Das ist kein Halstuch. Sei denn, das hier soll ein Halstuch sein, aber verstehe ich nicht. Also eine Sache noch, die ich noch nicht erwähnt hatte. Und zwar, ich schiebe diese Folge hier zwischen rein und mache gerade den Filter nochmal raus, weil es ja Tag ist. Ich schiebe diese Folge hier dazwischen. Das heißt, wenn ich in der Folge morgen von gestern rede, ist das gestern von heute gemeint. Also morgen ist dann vorgestern gemeint. Okay, so, dann finden Sie das abgestürzte Flugzeug. Ja, toll. Ich habe mit einem Kollegen gespielt gestern noch und habe dafür den geführten Modus angemacht. So, jetzt wissen wir natürlich schon, dass es in diese Richtung ist. Es ist in der Region Sinking Country. Zivilisten und Sentinel-Soldaten in der Region wissen mehr über die Abschottstelle. In der Region Sinking Country? Das ist da drüben? Okay. Haben wir hier zufällig irgendwo... Ah, da vorne ist ein Motorrad. Den
Ich hatte gestern, wie gesagt, mit einem Freund gespielt, zusammengespielt, weil er das nicht so gerne mag, diese... Also er mag diesen klassischen Spielstil lieber, wo die Missionsziele direkt markiert werden. Ich mag das ja nicht so gern. Also ich mag das neue System lieber, wo man das alles selbst sucht. Aber ich habe dann ihm zuliebe, habe ich das dann auch eingeschaltet. Greetings, Stranger. Ja, Biber. Thanks. Appreciate it. Und jetzt klaue ich dir zum Dank dein Motorrad. Vielen herzlichen Dank. So, da ist eine Straße. Wenn wir der folgen und uns links halten, kommen wir automatisch nach Sinking Country. Dann gehen wir mal zur Straße, beziehungsweise fahren zur Straße. Vorne haben wir noch ein paar Gegner. Vielleicht haben die ja noch ein Trail EX-Bike. Das E-Bike, das so übertrieben schnell ist. So, wir haben hier. Oh. Ah, ein Heli. Hihi. So. Okay, welches nehmen wir? Das war so ein bisschen Tarnfarben hat. Wenn es gehen würde, wenn da... Geht's jetzt? Es geht nicht. Von der anderen Seite vielleicht. Ja, gut. Holy shit. Stäbe sollen Motorräder im Wendekreis wie ein LKW haben. Soll links halten, ne? Das zählt hier auch schon, ne? Ja, gerade hier. Nur hier. Kann auch sein, dass jetzt das Spiel generell ein bisschen anders aussieht. Ganz minimal. Wobei ich nicht weiß, was da vom YouTube-Encoding noch übrig bleibt. Aber ich habe zumindest weniger Frames. Weniger FPS. Weil ich habe hier, das kann ich euch mal zeigen. Ich kann es auch wieder aktivieren, da habe ich vielleicht wieder ein bisschen mehr FPS. Die Auflösungsskalierung habe ich auf 130 runtergestellt. Die stelle ich jetzt für die... Ich lasse auf 130. Ich habe hier unten Temporal Injection hatte ich deaktiviert. Ich mache es nochmal an, damit die Aufnahme mehr Frames hat. Ich hatte gerade 40 FPS. Jetzt habe ich so rund 60. Moment, ich bin schon in Sinking Country. Dann müssen wir hier Leute finden, die wir befragen können. Der optische Unterschied ist ganz marginal nur, aber man sieht es halt doch, zumindest wenn man direkt so davor sitzt. Whoopsie Daisy. Das war der Checkpoint Tiger Kilo. Yumas und Midas Habseligkeiten holen. Finden Sie das abgestürzte Flugzeug. Zivilisten und Sentinel-Soldaten in der Region wissen mehr über die Abschussstelle. Sentinel-Soldaten. Vielleicht sollte ich mir da mal einen schnappen und entführen. Also verhören meine ich, wenn das geht. Direkt vor dem vorm Gesicht explodiert. Oh, ich kann ihn nicht verhören. Schade. Hm.
dann fahre ich einfach mal weiter. Was ist das denn? Ah, ein halbgerenderter, reingerenderter Baum. Wie lang können wir denn noch? Ja gut, die führt genau rein. Gut. Die Straße. Was ist da rechts? Gibt's da Infos? Nun, eine Kiste gibt's hier und ein Infodingens. Vielleicht erfahren wir dadurch ja was. Sniper, okay. Der Loot geht mir echt auf den Keks ein bisschen. Denn... ja, es reißt dann halt immer aus der Immersion raus. Vor allem, wenn man halt auch immer im Inventar selbst die Sachen dann verwalten muss und dann... Ups! Harurik Babatrick. Nun. Entschuldigung, dass ich gerade so abrupt weg war. Ich musste niesen. Böse niesen und Nase putzen. Oh, blöde Erkältung jetzt. Kaum wird es ein bisschen kälter, schon habe ich eine Erkältung. So, schauen wir doch mal. Vielleicht gibt es hier ein paar Infos. Oh, was Blaues. Oh, der hat Infos. Das erste Mal, wo wir wirklich einen Feind verhören können. Oh shit. Ich finde, es gibt hier viel zu viel Loot. Hallo du. Ich brauche Infos. Tell me any information about this I should know. Okay. Es ist eine Region zwischen der Pelican Bank und der Albatros Peninsula. Pelican Bank. Man kann auch diese Dinger hier einblenden. Albatros Peninsula. Wo ist Pelican Bank? Hier ist Pelican Bank. Also irgendwo hier. So, und jetzt ist Loot-Sammelzeit. Etwas, was in einem Ghost Recon meiner Meinung nach nichts verloren hat.
Aber es ist nun mal, wie es ist, ne? Abwarten, wie das fertige Spiel wird. Hoffentlich liegt da nicht an jeder Ecke Loot rum und in jeder Basis 500 Kisten. So, wo ist mein Bike? Das ist da. Warum hat das Motorrad so einen extremen Wendekreis? Ist das ein Ding von E-Bikes? Ich weiß, bei Empyreon Galactic Survival ist es auch schon so, dass das Bike einen Wendekreis hat, jenseits von Gut und Böse. Und da geht es mir auch schon extrem auf den Keks, aber man baut sich dann ja eher einen Gleiter oder ein Raumschiff, ein kleines. Aber hier hat es auch so einen riesen Wendekreis. Nicht ganz so extrem wie bei Empyreon, aber dennoch. Warum seid ihr so schnell? Was soll die Kacke? Hui! Oh, Baum. Baum. Ja. Du hast 100 Mal geschossen und einmal hast du mich getroffen. Glückwunsch. Na toll, das hat ihm mein Reifenblatt geschossen. Der Dreck. Na toll. Und ich habe mich fast selbst gekillt. Oh oh. So, und jetzt schnapp ich dich. Das war nämlich alles deine Schuld. So. Ihr Drecksäcke, jetzt muss ich wegen euch 500 Meter laufen. Dabei bin ich doch so fußfaul. Geht gar nicht. Schweinerei. Oh, die Ausdauer. Ich hab's ganz vergessen. Okay, Wasserflasche haben wir am Mann. Dann trinken wir unterwegs nochmal was, um das aufzufüllen. Ist auch, ich mag es eigentlich, das mit der Ausdauer. Aber ich finde, es sollte dem Spieler überlassen werden, ob er mit diesem System spielen möchte oder nicht. Ja, wenn ich jetzt irgendwie einen Kilometer zu Fuß laufen muss, aus irgendeinem Grund. Man muss es ja nie, weil man immer Schnellreise irgendwo hin machen kann. Aber wenn ich zum Beispiel ohne das Schnellreisesystem spielen möchte, einen Heli hatte, irgendwo in der Pampa abgestürzt bin und dann 2 Kilometer laufen muss bis zur nächsten irgendwas. Wobei ja eigentlich auch immer in regelmäßigen Abständen die bösen Buben mit ihren Motorrädern im Wald stehen. Aber angenommen, ich müsste laufen, dann würde ich das System gerne abstellen. So, dann schauen wir uns mal gerade mit unserer Drohne um. Nein, nein. Oh, scheiße. Wo ist die Drohne? Ich sehe sie nicht. Wo ist die? Ach, da. So, jetzt wird's hässlich. Holy shit. Was ist da? Ach, scheiße, eine Drohne. Habe ich zufällig EMP-Granaten dabei? Nur so zur Info. Ja, ich habe. Natürlich auf die Ghosts. Ah, oh Gott. Die, ich sag immer Ghosts, aber ich meine die Wolves. Holy shit. Und zwar noch nicht alles. Oh scheiße, noch so eine Kackdrohne.
Dabei kommt die Folge, in der ich zeige, wie man, was passiert, wenn man von einer Azrael-Drohne entdeckt wird. Die kommt eigentlich erst. Ich habe die schon aufgenommen. Wie gesagt, das hier, diese Folge habe ich dazwischen geschoben. Jetzt am letzten Beta-Tag. So, ich bin immer noch zwischen Pelican Bank und Albatros. Was haben wir hier? Behemoth. So, nochmal. Ah, die Drohne ist noch nicht bereit. Hey, what's your status? We have more of these to do, you know. Das sind noch Gegner. Da. Und eine Lieferdrohne. G36. Ich weiß nie, wie weit ich vorhalten muss. Oder ob überhaupt. Das sind ja nur Gegner. Ich kann euch auch mit meinem 5-Schuss wegsnipen. Das klappt bestimmt. Jo, das ist korrekt. War nur einer. Schade, dann hätte ich den auch können im Nahkampf nehmen. Das weiß ich aber immer noch nicht. Bin ich noch dazwischen? Ja. Ein abgestürztes Flugzeug. Wo könnte das denn sein? Hier nicht. Vielleicht höher fliegen. Seh nix. Wo seid ihr? Flupp. Was kommt hier angerannt? Ja, kommt nur. Gott, ich bin der beste Sniper der Welt. Ich will wissen, wo das Flugzeug ist. Zwischen der Pelican Bank und der Albatros Peninsula. Ich meine, so viel gibt es ja dazwischen nicht, oder? Naja, schon sehr viel, aber... Das ist hier der ganze Weg hier. Oder meint die hier? Das hier die Pelican Bank. Haben wir hier ein ganzes Stück.
Schaue ich mal mehr so Richtung Süden. Wo steht denn am Sumpfgebiet vorbei? Oh, zu hoch, zu weit. Ja, da funktioniert der Sichtmodus nicht. Der Sichtmodus funktioniert ja mit der Drohne leider nicht. Wir werden noch dieses blöde Flugzeug finden, oder? Was soll das denn sein? Da, da ist es. Da ist es. Fahren wir dann natürlich standesgemäß vor. Warum ist meine Markierung weg? Wo ist meine Markierung? Die wurde einfach entfernt. Das finde ich jetzt nicht so gut. Toll! Wir hatten es. Das war mehr so Richtung Osten, ne? Warum ist denn meine Markierung weg? Ist die zu weit weg gewesen oder was? Toll, hängt mir hier. Ah, oh Gott, die Karren sind so schwerfällig. Die haben einfach 0 PS. Yay, Zäune abräumen. Oder ist es das da? Ich meine, es war ja eine Kiste dort. Ja, da ist es. Gut. Wieder einer zum Verhören. Der ist zum Verhören. Okay. Untersuchen Sie den Flugzeugabsturz. Ja, toll. Und das Flugzeug. Klasse. Naja. Verhören bitte. Okay, Jackass. Tell me everything you know about the scarf and those beads. Gelangen Sie zum Bunker Edgewood South. Er ist in der Region Sinking Country, vor der Küste östlich der Pelican Bank. Vor der Küste östlich der Pelican Bank. Bunker. Bunker. Östlich, vor der Küste, östlich der Pelican Bank. Ach, Edgewood hier. wo können wir denn da anlanden? Hier vielleicht. Schnappen wir uns da so ein Boot. Ich möchte nur halt nicht gerade mit der Tür ins Haus fallen. Oder da. Da ist ja auch ganz flach. Die Markierung nochmal weg. Da hinten scheint es hoch zu sein, deswegen haben wir da hinten eh sowieso wahrscheinlich keine Chance, da etwas zu finden, wo wir anlegen können. Gegner werden wir dazu Genüge haben. Schätze ich. Ich hoffe, da gibt es auch einen Heli. Tango down. Schalentiere und alte Granaten, okay. Finden Sie das Büro des Befehlshabers. Soldaten wissen, wo das Büro ist.
Aber ich meine, so viele Gebäude wird es hier ja auch nicht geben, oder? Er scheint hier alleine zu sein. Das ist nur eine Drohne. Da haben wir zwei Sniper. Nein, ein Raketenmensch und ein normaler. Da ist ein Bunker. Vorratsbunker, so wie es aussieht. Da werden Vorräte gebunkert. Haha. Nichts passiert. Ja, total strange. Viele Gegner hier, wie ich schon vermutet hatte. Was haben wir da? Oh, Mörser. Wow. Da steht er direkt. So, haben wir jetzt alle Gegner auf der Insel? Schön. Dann knöpfen wir uns ihn mal vor und fragen mal nach dem Weg. Jetzt läuft er natürlich gerade weg. Hey du. Was war das denn? Und jetzt wissen wir schon, wo es ist, ohne ihn verhört zu haben. Okay. Hier ist es. Hier ist das Büro. Toll. Wir sind ins Büro reingestolpert quasi. Na gut. Ist das... Soll das Midas Schal sein? Nein, das ist nicht sein Schal. Doctags. Die Gebetskette ist auch nicht da. Siehst du, das hier ist eine Hülse und kein Schal. I found them. Found everything, thank God. Midas, have some of you back. Hä? Ich verstehe das nicht. Da war kein Schal. So, jetzt müssen wir wieder mit dieser Yuma-Frau sprechen. Aber ich möchte gerne noch ein paar Leute töten. Ich meine, ich habe mir die Mühe gemacht, die alle zu markieren. Da will ich jetzt auch was davon haben. Erstmal das Geschütz deaktivieren. Damit das uns nicht gefährlich werden kann. So, wo ist die Leiter für hier hoch? Da. Nach und nach überall Ausrufezeichen hinkommen. Weißt du was? Ist gar nicht so schlimm. Der Kommandant. Boom, Headshot. Okay, also ein Schuss ins Bein ist auch tödlich offenbar mit der Sniper. So.
sind halt einfach die bestausgebildeten Soldaten, die es gibt. Nein! Nicht wegrennen, was soll denn das? Könnt doch nicht einfach wegrennen. Toll, jetzt muss ich in den Assault-Modus gehen. Jo, das passiert, wenn man mich Arschloch nennt. Und direkt geht der Mörser los. Natürlich. Sowas schleichen zu machen, es macht viel mehr Spaß. Aber wenn halt die Kacke mal dampft, dann dampft sie eben. Ich weiß, ich hätte können deaktivieren, aber hey, ich wollte was in die Luft jagen. Oh Gott, lauf schneller, Mann. Also, die Trägheit ist ein, also unser Männchen ist ein bisschen zu träge, finde ich. So, wie weit ist das? Ganz da unten. Können wir vielleicht mit dem Boot hinfahren? Haben die hier auch Boote? Ich glaube nicht, ne? Nee, die auch nicht. Wollten die von der Insel runterkommen im Notfall? Die haben keine Boote, keine Helikopter, gar nichts. Ah doch, da haben sie ein Boot, okay. Eins. Oh, hallo. Schnapp dir eine Waffe, sicher die Insel. Viel Spaß damit. Dabei. Hab gerade kurz überlegt. Na toll. Na? Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich den da aufheben und ins Wasser werfen soll, aber habe mich dann doch kurzfristig dagegen entschieden. Für mich ist heute der letzte Tag der Beta. Ich nehme jetzt Sonntagabend auf. Morgen, also Montag, Mittag um 12 endet die Beta. Und dann dauert es noch 3 Wochen, bis das Spiel erscheint. Ich freue mich aber drauf. Ich bin nicht mehr so gehypt, wie ich es vor der Beta war. Ein bisschen ernüchtert bin ich. Hier nicht. Eins weiter. Ein bisschen ernüchtert bin ich. Aber, naja, warten wir ab, was die Release-Version bringt. Vielleicht ist dann ja alles besser. Das wäre schön. Und ich hoffe, also ich habe jede Menge Feedback im Forum hinterlassen. Ich hoffe, dass auch das ein oder andere Feedback dann Gehör findet bei den Entwicklern. Explosionsalarm? Warum das? Also ich habe nichts gesprengt. Wo kommt die Drohne her?
Oh, toll, ich kann nicht nach hinten schießen. Toll. Der ist gefesselt. Den müssen wir natürlich noch retten gehen. Wenn wir schon die Leute getötet haben. Die sind ja dann, wenn die zu zweit sind, sind die ja nicht, haben die ja, weiß nicht, die sind nicht fähig, sich gegenseitig zu befreien oder so. Und dann nehmen wir ein Bike mit. Ein TX. Kein EX. Aber das ist in Ordnung. Im Wald ist ein TX vielleicht auch besser. Wow. Oh fuck. Oh nein, bitte lass mich nicht sterben. Bitte lass mich nicht sterben. Bitte lass mich nicht sterben. Bitte 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 nicht sterben. Oh mein Gott. Ich lauf lieber den Rest. Ich lauf lieber. Oh Gott. Hey, Yuma, ich bin's. I will never be able to thank you enough for bringing these back. My grandfather was haunted by what he'd done until the day he died. It is my responsibility to make sure his memory lives on, so that no one repeats his mistakes. His best friend, another lost soldier, suffered a far worse fate. It is small comfort. Oh, Sie können eine Entscheidung treffen. Wir allein sind verantwortlich für unser Gewissen und unsere Moral. Kämpfen Sie für das, an das Sie glauben. Es kommt immer die Zeit, das Richtige zu tun. Kämpfen Sie für das, an das Sie glauben. Ja. Aber keinen Glaubenskrieg anzetteln, bitte. Your grandfather was doing his best in a world at war. I know Midas is out there somewhere fighting for what he believes in. In the end, I mean, that's all we can hope for. Ist sie jetzt angepisst, so wie sie da steht? Naja, dann bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.